Es ist für mich eine große Ehre, dass ich nach dem hochwürdigsten Herrn Weihbischof einige Worte an Sie richten darf. إن هذا شرف كبير لي أن أتكلم أتحدث إليكم بعد وعظة سيادة المطران. Ich bin ein Priester aus Deutschland und darf ein paar Tage hier in Syrien sein, vor allem in Sufani und Damaskus. أنا كاهن من ألمانيا وأقضي بعض الأيام هنا في دمشق وفي سوريا لأشترك معكم في عيد السوفانية. Frau Myrna, Ihre Familie und alle Menschen haben mich mit großer Herzlichkeit und wunderbar aufgenommen. Myrna وعائلتها وكل الأشخاص والناس الذين صادفتهم في سوريا قابلوني بصداقة وباستقبال حار جدا. Ich darf Ihnen sagen, dass wir in Deutschland mit großer Liebe und aber auch mit großer Hoffnung auf Syrien blicken. Wir bewundern dieses friedliche Zusammenleben zwischen den Christen und Muslimen. بهذا التعايش بهذا العيش المشترك هنا في هذا البلد بين المسيحيين والمسلمين. Wir bewundern die Freiheit der Christen hier. ونحن سعيدون أن ننظر إلى محبة وإلى حرية المسيحيين في هذا البلد الأبيض. Wir können sagen, dass Syrien ein Leuchtturm im vorderen Orient ist. ويمكننا أن نقول أن سوريا هي منارة في هذا الشرق. Ich wünsche diesem wunderbaren Land mit den wunderbaren Menschen, dass dieses friedliche Zusammenleben weiterhin so funktioniert. Es ist ein großer Schatz, den Sie hüten. Von Deutschland aus sehen wir, dass es im Vorderen Orient keinen Frieden geben kann, ohne den Beitrag von Syrien. Ist es ein Zufall, dass der große Papst Johannes Paul II. Hier in Syrien war? Ist es ein Zufall, dass er gerade hier in Damaskus in die Moschee gegangen ist? وهذا ليس من باب الصدف أن هذا الباب الكبير زار الجامع الأموي في دمشق. Es ist kein Zufall. وهذا ليس من باب الصدف. Es ist ein Zufall, dass die Gottesmutter Sufani ausgewählt hat als Ort, um ihre Botschaft zu verkünden. وهل يكون من باب الصدف أن السيدة العذراء اختارت الصوفانية وهذا البيت المقدس؟ Es ist kein Zufall, dass die Gottesmutter Sufani ausgewählt hat. Ich bin ein paar Tage in Syrien und überall stößt man auf die christlichen Wurzeln. Mich beeindruckt die positive Botschaft von Sufani. Mich beeindruckt es, wenn wir die Einladung bekommen, auch wenn es uns gut geht, Gott zu danken. Frau Myrna wurde von der Gottesmutter eine große Freude versprochen, ein Geschenk. Und sie hat ein Kind bekommen. Im Zentrum von Sufani steht auch die Frohbotschaft der Familie. Ich bedanke mich bei den wunderbaren Menschen in Syrien und
Und ich werde wiederkommen und viele Deutsche mitbringen. Danke.